Seid ihr bereit für euer neues Training? Prima, heute gehen wir in den Zoo. Dafür brauchst du einen Partner. Ich habe mal meinen Silvester dafür mitgebracht. Und das ist eine Massage. Das heißt, ein Partner legt sich auf den Bauch, auf eine Matte oder auf den Teppich oder aufs Bett. Und der andere Partner, der hockt sich davor, sodass er gut an den Rücken drankommt. Als erstes machen wir unsere Hände ein bisschen warm. Und dann kann es in den Zoo losgehen. Bist du bereit? Prima. Wir gehen zuerst von unserer Haustür aus den ganzen Weg in den Zoo. Laufe mit den Fingern über den Rücken. Überall lang. Immer zwei Finger gehen über den Rücken. Gut, wir sind im Zoo angekommen und wir bekommen so einen Zooplan. Den falten wir erstmal auf. Aufgefaltet. Und auf dem Zooplan sind ganz viele Wege und Käfige eingezeichnet. Die zeichnest du auch ein. Zeichne sie nach. Kannst du vielleicht einen Rundweg gehen oder kreuz und quer? Und sind die Gehege eckig? Oder vielleicht ein rundes Schwimmbecken von den Seehunden. Und du malst ganz viele Gehege auf dem Rücken von deinem Partner. Genau, vielleicht kannst du noch ein paar Pfeile einfügen, wo du auch lang gehen sollst. Sehr gut. Fertig. Okay, was sehen wir auf dem Plan? Als erstes kommen wir zu den Tigern. Die Tiger gehen mit Samtpfoten durch das Gehege. Sie fahren nicht ihre Krallen aus. Die Samtpfoten massieren den Rücken. Genau. Sehr gut. Dann gehen wir weiter zum nächsten Gehege. Und wir sind angekommen. Das sind die Elefanten. Die Elefanten machen natürlich große, schwere Fußstapfen. Überall über den ganzen Boden verteilt. Prima. Und wir gehen weiter. Was steht als nächstes auf dem Plan? Ah, die Erdmännchen. Da laufen wir schnell hin. Ganz schnell. Und bei den Erdmännchen angekommen, sehen wir, dass sie buddeln. Sie buddeln ganz viele kleine Löcher ins Gehege. Deine Hände gehen auch über den ganzen Rücken. Prima. Und wir gehen weiter zum nächsten Tier. Das nächste Tier ist das Känguru. Und das Känguru springt natürlich im Gehege. Frag deinen Partner, wie doll du das machen sollst und ob es ihm angenehm ist. Sehr gut. Und wir gehen weiter zum nächsten Gehege. Da sehen wir die Schlange. Die Schlangen schlängeln sich natürlich über den ganzen Rücken. Nimm erst einen Finger und mach das ganz vorsichtig. Und dann nimmst du mal die ganze Hand. Da sind nämlich mehrere Schlangen. Und die ganze Hand
schlängelt sich über den Rücken. Und wir gehen weiter zum nächsten Gehege. Wieder mit den zwei Fingern über den Rücken laufen. Bevor wir zum nächsten Gehege kommen, entdecken wir auf dem Waldweg einen Ameisenhaufen. Und dort krabbelst du. Mit allen Fingern krabbelst du über den Rücken. Alle Ameisen krabbeln. Und wir gehen weiter. Da sind wir angekommen bei dem runden Gehege, bei dem Robbenschwimmbecken. Und die Robben, die rutschen immer ins Wasser rein. Das heißt, du rutschst mit der Hand über den Rücken. Dann nimm auch die andere Seite und die andere Hand. Und nochmal beide Hände. Die rutschen ins Wasser. Prima. Und wir gehen weiter zum nächsten Weg. Neben den Robben wohnen die Krokodile. Und die Krokodile, die zwicken. Sei vorsichtig. Frag, wie doll du auch das wieder machen sollst. Immer ein bisschen zwicken. Sehr gut. Und wir gehen weiter zum nächsten. Vielleicht nimmst du auch mal beide Hände und schaukelst den ganzen Rücken. Sehr gut. Und wir gehen weiter zum nächsten Gehege. Bei den Stachelschweinen. Und die Stachelschweine, die haben ihre Stacheln ausgefahren und pieken immer. Piek mit einem einzelnen Finger, vielleicht auch im Wechsel, ganz vorsichtig auf den Rücken. Überall. Sehr schön. Und wir gehen weiter zum nächsten Gehege. Windstoß und der Plan ist uns weggeflogen, vom Wind weggeweht worden. Streich mit beiden Händen über den ganzen Rücken. Sehr gut. Da der Plan weggeflogen ist, können wir nach Hause gehen.
Du kannst auch den Partner wechseln, dass du jetzt massiert wirst und dein Partner dich massiert. Das war's auch schon für heute. Ich freue mich auf unsere nächste Sportstunde. Bleib gesund und fit!